So, hi, ja. Gut, und zwar, wie viel Gold habe ich? 385. Nächste Axtkampfstufe wäre 400 Gold, ne? Stärke bin ich bei 30. Konnte ich bei dem Stärke? Ne, konnte ich nicht. Stärke. Ich brauche auch eine Rüstung eigentlich mal, ne? Die Rüstung kostet 500, ist zu viel. Fischer will, dass wir den Ach komm! Mutig Ja, cool. Dann mache ich erstmal noch nichts. Und zwar gehe ich einfach mal ganz fix nach da oben. So, hi. Ja. Ich habe dein Bier bei Rachel abgegeben. Sehr gut, Junge. Hast du das Gold bekommen, worum ich dich gebeten hatte? Ja, hier ist es. Jetzt bin ich aber platt. Gut gemacht, mein Junge. Ich danke dir. Das werde ich mir merken. Beim nächsten Mal kannst du auf mich zählen. Juhu, danke. Ja. Na, möchte ich noch Tränke herstellen. Du kannst kleine Tränke herstellen. Weißt du was, früher oder später brauchen wir das eh, das sind 100 Gold. Unterrichte mich in der Alchemie. Bierbrauen und Alchemie sind sehr ähnlich. Die Wirkung ist bereits in den Pflanzen enthalten. Du musst sie nur am Alchemietisch einkochen und in Flaschen abfüllen. Das Lass gut sein. War jetzt... sehr sporadisch. Okay, gut. Ich habe nur ein Rezept hierfür und ich brauche Fläschchen. Und Wein braucht man auch. Das ist gut, dann habe ich das schon mal. Pass auf, was du anfasst. Gut, dass ich noch nichts geklaut habe. Warte mal, ich habe Erdschürfen, Tiere ausweiden, Schlüssel öffnen. Okay. Ich mal gucken, ob ich jetzt auch mit meiner neuen Waffe diesen Wurm kaputt machen kann. Ich glaube, ich müsste auch wieder 10 Kraut haben, oder? 9. Es wird noch einer. Und da ist der eine. Gehen wir gleich zu ihm zurück. Speicher mal, ich habe Angst. Attacke! Oha. Ja. Okay. Warte. Okay. Ja. Das heißt, wenn ich beim Kämpfen den ersten Schlag mache und dann halt nach rechts drücke, haut er zur Seite hin, aber... Kann natürlich auch so machen. Ja. Chat halt. Naja, egal. Hier. Ich hab Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Dankeschön. Aber ich brauche das Kraut später nicht. ist ja doof. Man konnte bei dem hier Kraut kaufen, ne? Ein Kraut oder 6 Kraut. Nee. Nee, das lohnt sich nicht. Aber hier kann man Wein kaufen, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, okay.
Fincher will, dass wir den... Nein! Ach, nee. Ich wollte eigentlich noch was anderes machen, aber... Ich weiß gerade nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Also komm, dann machen wir das halt. Ich wollte jetzt eigentlich durch den Sumpf in diese Höhle und da plündern und den Dingsens da hinten dann auch nochmal, aber... Naja. Vielleicht nimmt er mich danach auf, wenn ich das ordentlich mache. Du, das ist gerade ganz schlecht. Das ist halt gerade irgendwie meine Hoffnung. So, Craig, komm mit. Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Mutig, Mut. Was willst du denn noch, du Dreckskerl? Verschwinde! Was willst du denn noch, du Dreckskerl? Verschwinde! Ist richtig, ist er richtig? Gerade nicht. Arbeitskleidung 500 Gold, ey, ist mir zu viel, Mann. Ist da oben? Hier haben wir noch einen. Fincher will. So, dann haben wir jetzt drei. Da hast du noch eins bis zwei, bin mir gerade nicht sicher. Ja. Fincher will. Na, endlich! Ja, und Ricardo. Fincher will, dass wir. Weiß. Also, wir sind jetzt 2, 4, 6 Leute. Die magische Zahl. Werden wir es überleben? Ich habe dreckige Lumpen an. Keiner will mir eine Rüstung geben. Doch einer, aber die ist halt überteuert. Das macht mich traurig. 500 Gold, ey. Wie soll ich denn gerade an 500 Gold kommen? Oder jetzt? Das ist doch Wucher. Naja, gut. Ich habe jetzt halt voll die Armee auf meiner Seite. Ich kann jetzt einfach die ganze Karte einnehmen. Weißt du was? Das probiere ich einfach mal aus. Wenn wir schon mal hier sind. Eine Stachelratte. Noch eine. Aua. So. Ich wollte eigentlich auch mein ganzes Fleisch mal braten. Hier sind Skelette. Das ist, folgt ihr mir? Oh. Gut. Es gibt Ärger. Aua. Tja. Ja, macht mal bitte. Ich bekomme schon keine Erfahrung, wenn sie die töten. Oh, die Axt macht guten Schaden. Ich bin mir sicher, dass man die erst sehr viel später machen soll und kann. Eigentlich. Ja. Geil gemacht. So, ich versuch's trotzdem nochmal. Ist mir egal. Oh, ja. Toll. Oh, ja. Eine Erfahrung. Drei Heiltränke. Wie cool ist das denn? Nochmal drei. 6 Heiltränke. Einfach so. Geil. Freue ich mich. Mal von vorn. Okay. Der Dietrich ist hin. Geschafft. Ah. Geil. Flügel, Heiltrank, Pfeile. Okay. Cool. So enden wir alle mal. Irgendwie sagt er immer dasselbe. Haben die Leben verloren? Irgendeiner? Nö, brave Leute. Brav. Ein Ausgang 2. Klingenschaden 30. Klingenschaden 48. Ja, sorry. Könnte man halt auch echt. Was war das? Stand? Steinplatte, Weisheit plus 4. Von magischen Sprüchen. Cool. Ich hätte den vielleicht verkaufen sollen eher, oder? Ich brauche doch keine Weisheit. Wofür brauche ich Weisheit? Ja, das war dumm. Den hätte ich verkaufen sollen. Egal. Dummheit muss bestraft werden, deswegen lade ich nicht. So enden wir alle mal. Namenloser Halunke. Den buddel ich doch mal direkt aus, weil er einfach namenlos ist. Ha!
Ja, diese Animation dauert so lange, aber. Also in der Zeit kann ich mir ein paar Eier braten gehen und irgendwie Toast machen. Ich habe auf die Uhr geguckt, das waren genau 10 Minuten. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nicht. Ist das dein Ernst? Naja, gut, früher oder später habe ich den Schlüssel. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal gucken. So enden wir alle. Ich wollte mich gerade auf diese Bank setzen. Weil ich gerade ein anderes Spiel spiele, Guild Wars 2. Also privat. Und da gibt's einen Erfolg, wenn man sich auf alle Sitzgelegenheiten sitzt, die das Spiel zu bieten hat. Und da habe ich mich gerade gefreut, eins gefunden zu haben. Ruhe in Frieden. Ja, danke. Ruhe in Frieden. Danke. Sag das doch gleich. Und nicht immer, ja, so enden wir alle mal. Geil. So, gut. Dann gehen wir mal dahin, wo wir eigentlich hingehen sollten, statt Gräber zu plündern. Na, schön, dass wir mir trotzdem gefolgt sind. Meine treuen Lakaien. Oh Gott, ich habe Angst. Einer fehlt. Ricardo, Domingo, Clay, Craig. Waren wir nicht 6? Also, 2, 4, 5. Waren wir nicht... Da hinten. Sag ich doch. Was ist los mit dir? Hast du Angst? Speicher halt einfach zwischendurch mal. Ja, komm schon. Lorenzo, ey. Ja, gut, dass ich aufgepasst habe. So ein Mann mehr oder weniger, das macht schon was aus. Vor allem, wenn man gegen solche Spinner kämpfen muss. Ah, Mann. Ah, ich hasse mich selber. Weißt du, ich kämpfe hier schön, habe auch ein paar Mal jetzt verloren, gebe ich zu. Und merke, huch, die Aufnahme läuft gar nicht mehr. Ich habe zwischendurch irgendwie, als ich auf 2 gedrückt habe für die Waffe, wahrscheinlich die Aufnahme beendet. Weil ich habe hier an der linken Seite nochmal so G1 bis G5 Knöpfe. Und da habe ich wahrscheinlich da auf G2 gedrückt. Ja, wahrscheinlich die Aufnahme beendet, weil ich einfach dumm bin. Ah, ärgert mich das. Aber wie man sieht, man hat nicht sehr, sehr viel verpasst. Ich habe 3 getötet bisher und insgesamt 3-mal neu geladen. Wie gesagt, Transparenz und so ist hier vorhanden. Es tut mir echt leid, das ärgert mich gerade so richtig. Oh, ist das ekelhaft. Es ist natürlich doof, dass einige Sachen, die ich erzählt habe, jetzt Flöten sind, aber... Abhauen kannst du vergessen. Schade. Abhauen kannst du vergessen. Schade, aber na gut. Krieg ich dich doch. Ja. Oh. Ja. Jetzt ist das Schwein endlich geil erledigt. Da heilen die auch direkt alle, finde ich gut. Speichern wir da hinten Kampfübungen, was auch immer. Da machen wir einmal so. Zurück? Wie dumm von dir. Wir kriegen den. Ja, den kriegen wir auf jeden Fall. Ja. Ach. Guck mal, wie entspannt er gerade einfach weitergelaufen ist. Ah, nicht wieder ungeduldig werden. Das ist mir nämlich auch passiert, das, was ich leider nicht aufgenommen habe. Dass ich bei ihm ungeduldig worden bin und sehr schnell gestorben bin und da viel Schaden austrat. Ah, macht ihn fertig. Ihr könnt ja gar nichts. Alles muss man selber machen. 8 von 11. Okay. Gut, ja. Apropos, das sind 11 Leute, die wir töten müssen. Habt ihr ja dann auch nicht mitbekommen, weil ich ja ein Genie bin. Ist mir halt noch nie passiert, dass ich das aus Versehen beendet habe. Richtig dumm, ey. Guck mal, das sind die letzten 3. Komm mal her. Was machst du? Schade. Oh,
Oberung des Artefaktlagers, finde ich geil. Ah, nice. Einfach mal direkt 11 Leute abgeschlachtet. So. Da hinten sind noch Wölfe. Die könnte ich dann halt auch nochmal, aber... Ich mich hier auch erstmal umgucken. Eine Truhe. Sesam, öffne dich bitte. Und nochmal von vorne. War ja klar. Wer Dietrich ist. Ach komm. Na also. So. Alles klar. Ja. Also diese Schlüsse haben oft halt mal ja eine gewisse ja Reihenfolge, sag ich mal. Wenn es halt links, rechts nicht ist, kann es halt mit hoher Wahrscheinlichkeit rechts, rechts, links, links sein. Deswegen bin ich da jetzt so schnell drauf gekommen, sag ich mal. Gut. Das Ding nehme ich mit. Da habe ich gerade... Weißt du, ich habe gerade so eine Armee hinter mir. Da kann ich auch mal ein paar Viecher nebenbei kaputt machen. Oh ja! Yeah. Jetzt geht's los! Oh ja! Yeah. Wie geil das ist, ey. Was ist da noch einer? Wie viele sind denn hier gewesen, ey? Ha! Voll gut, ey. Da ist noch so ein Ding. Nehme ich mit. Ich will gar nicht zurück. Ich habe so eine geile Armee gerade. Ah, hier sind wir, okay. Das Ding nehme ich noch mit. Ich weiß gar nicht, soll ich dann... Die Weißen am südöstlichen Artefaktlager sind erledigt. Warum erzählst du mir das? Geh zu Fincher oder am besten gleich zum Don. Oh. Ja. Guck mal noch. Guck mal, die meisten hatten auch noch einfach nur diese scheiß Holzverlags, weil ich die alle kaputt geprügelt habe. Oh. Weißt du, und ich da mit meiner richtig geilen, fetten Bartaxt, weißt du? Ah. Haha. Jetzt, weil abgehauen sind. Oh, die Erde bebt. Ja. Vor Excitement. Aber, nein. Nicht so, haha, bitte nicht. So. Oh Mann, oh. Weil die jetzt halt leider nicht mehr in meiner Truppe sind, habe ich jetzt die Erfahrung für den nicht bekommen. Schade, schade. Naja, gut. Gehen wir weiter. Aber ich habe jetzt so viele Waffen und so von denen bekommen. Die sind zwar an sich nicht mega viel wert, aber im Verkauf dann umso mehr. Also jetzt, was laberst du da? In der Masse sind die ein bisschen was wert, so. Ach, die sind gar nicht so viel wert, aber im Verkauf umso mehr. Ja, halt die Schnauze. Mann, ey. Ah, ich habe dich gesehen. Aua. Nice. So, Telekinese. Aha, aha. Das wird dann wahrscheinlich gebraucht, um... Ah. Schloss da hinten aufzumachen. Nicht mehr sicher. Ich speichere aber. So, Telekinese. Wo haben wir dich? Telekinese. Da. Telekinese. Also bestimmt irgendwo. Wozu habe ich das denn ausgerüstet? Hä? Ist das dein Ernst? Ich habe Telekinese jetzt ausgerüstet und kann damit nichts machen. Was ist das denn? Er schafft oder der Zauberer kann weit entfernte Objekte bewegen und manipulieren. Ach, guck mal. Haha. Da muss man aber auch schon drauf kommen, ey. Guck mal, den könnte ich jetzt herstellen, aber nein. Brauch ein Rezept für einen Heiltrank oder so. Ach, komm. Der erste geht immer daneben. Ach komm. Geht doch. Ja, selbe Kombination wieder. Oh. Steigert die Lebensenergie dauerhaft. Ach geil.
Ist jetzt die Frage, soll ich den nehmen oder verkaufen? Wird bestimmt auch nur 100 bringen. Wie viel Lebensenergie haben wir denn gerade? 164. Ach komm. Hopp. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Cool, Weisheit. Kristallkugel der. Ach so, die haben. Ach cool. Machen wir das. Komm. Ist eigentlich dumm, sowas zu machen. Ach, guck mal, wie süß er da noch Gewürze drauf macht. Oh, wie cool ist das denn? Gar nicht drauf geachtet für. Ja. Die Magier und so haben halt solche Kristallkugeln. Wenn man die halt berührt, kann man, wenn man gesehen hat, diese Magie halt einmal anwenden. Das wäre halt irgendwie cool, dann die Dinge einfach in der Tasche zu haben. Könnte man die immer benutzen, aber, ja, ist für uns halt eher uninteressant. Was habe ich denn gerade gemacht? Genau, ich habe Fleisch gemacht. Dann machen wir das mal so. Und packen das Fleisch 15 Lebenspunkte. Ist nicht so mega viel, aber ist halt etwas. Oh. Ja, jetzt weiß ich, warum diese Kugel da steht. Weil wenn man den Schalter betätigt, geht eine Tür auf und eine zu. Und das heißt, ich muss einmal den hier machen. Ich muss einmal den hier machen. Bin froh, dass mich das Tor gerade nicht zerquetscht hat. Wirklich sehr froh. Ich weiß auch gar nicht, ob es in Risen Teleportationszauber gab. Da bin ich gerade echt ein bisschen überfordert. Das sind auch Wölfe. Wow. So. Ja, hungrige Wölfe. Finde ich aber auch schön, dass die mal hier eine Abwechslung reingemacht haben. Und die nicht unbedingt, ja, junger Wolf. Oder irgendwie sowas genannt haben. Hungriger Wolf, das ist, das erklärt auch, warum die schwach sind und, weniger aushalten, weniger Schaden machen als gesättigte Wolf. So. Ja. Gut, dann haben wir das Lager dann auch ausgerottet. Aber ganz ehrlich. Ja, weißt du was? Ich habe mal eine Idee. Ich gehe zu Fincher oder Filcher, und zum Don zurück. Sage, dass alles Tutti ist, dass ich die ausgeräuchert habe. Kriege vielleicht eine Belohnung und hoffe, dass ich eine Rüstung bekomme und endlich aufgenommen werde. Bin immer noch schiffbrüchiger. Die Weißen an der kleinen Tempelruine sind Geschichte. Sehr gut. Don Esteban wird mit dir zufrieden sein. So, dann wird es jetzt Zeit, die Schätze aus dem Tempel zu bergen. Die Arbeiter müssen die Artefaktkisten, die die Weißen gesammelt haben, ins Banditenlager bringen. Gut, ich werde mich darum kümmern. Ein Mann der Tat. Das wird dem Don gefallen. Sag mir Bescheid, wenn du es erledigt hast. Oh, das heißt? Ich habe mich um das südöstliche Artefaktlager gekümmert. Ja, ich habe schon gehört. Gute Arbeit, das muss ich dir lassen. Hier, ein paar Münzen von meinem Haufen für diese gute Nachricht. Dankeschön. Ich werde trotzdem nicht aufgenommen, das ist traurig. Muss ich dann jetzt mit Hawkins darüber quatschen, oder? Reden. Alle wollen immer nur reden. Mit den Handlangern und so. Ich versuch's erstmal bei Hawkins. Und dann bei den Arbeitern. Ja. Die Artefaktkisten an der kleinen Tempelruine müssen geborgen werden. Was denn noch alles? Ich mach ja schon, was ich kann.
Dann mach mal schön weiter. Tatsächlich? Ja. Tatsächlich? Warum sitzt du da noch hier herum? Beweg deinen Arsch. Ja, ja. Schon gut. Ich gehe ja schon. Ja. Okay. Dann gehe ich nochmal zurück. Schmieden, Rohlinge, zeig mir deine Ware. Ja, gut. Gut. Ich bin kein Schmied. Du machst das schon. Weil wenn ich Schmied lerne, kann ich dann... Du kannst Einhandschwerter schmieden und einfache Schmuckstücke herstellen. Ich will mal kurz was gucken. Hier. Zeig mir wie... Bla bla bla. Ist mir gerade... Ja, ist okay. Kann ich dann auch auf Waffen schärfen? Ich brauche ein stumpfes Schwert. Okay, das gehört zum Schmied. Ich brauche einen glühenden Rohling. Das gehört alles dazu, alles klar. Das möchte ich erstmal noch nicht machen. Ich wollte einfach nur gucken, ob man seine Waffen schärfen kann. Das war gerade mein Gedanke. Gut, dann fragen wir Don Esteban mal nach, ob ich jetzt vielleicht dazu gehöre. Was gibt's? Das ist ihm egal. Find ich aber nicht. Das ist ihm auch egal. Mano, ich bin immer noch schiffbrüchiger. Lagebericht, Bergungsarbeiten. Ach so, dann muss ich wahrscheinlich noch... Ich muss wahrscheinlich mehr hinschicken. Ach, dieses Hin und Her. Ja, Leute, das passiert halt, wenn man halt nur... Du hast doch bestimmt noch was vor. Wenn man nur sporadisch weiß, was man machen muss. Dwight. Ich habe einen neuen Job für dich. Ach nee, mal lass mich raten. Kisten schleppen. Ganz genau. Die Kisten am südöstlichen Tempel sollen hierher gebracht werden. Beweg dich. So eine Scheiße. Ich hätte Kämpfer werden sollen. Na gut, bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Bin unterwegs. Geil. Okay. Wen haben wir denn noch als Schlepper hier? Du? Was gibt's? Nö. Okay. Was ist mit... Aua. Ich will schlafen. Okay. Du wahrscheinlich nicht. Ist ja auch kein Kämpfer, ne? Das ist ja... Was willst du? Was will ich? Nein, jetzt nicht. Gut, der kann aber weiter schleppen gehen. Ich fürchte. Ach ja? Egal. Die Artefaktkisten beim südöstlichen Tempel müssen geborgen werden. Aber da sind doch die Weißen. Jetzt nicht mehr. Ah, sehr gut. Dann mache ich mich sofort an die Arbeit. Ja. Gut, ja, guck mal, hier kann ich noch buddeln. Hier ist was vergraben. Ist ja nicht so, dass das eine halbe Stunde dauert. Dann kann ich mir vielleicht einen Folgentitel aufschreiben in der Zeit. So. Langer Titel. Passt schon. Oha, Axtkampf plus 1. Ah, wie geil ist das denn? Axtkampf plus 1. Heftig. Blip. Gut, was ist das nächste? Du kannst beim Angreifen mehr Schläge miteinander kombinieren. Oh Mann. Weißt du was? Habe ich noch genug? Ich habe noch 10 Lernpunkte. Sage mir bitte, dass der nächste Axtkampf 10 Lernpunkte kostet. Ja, cool. Zeige mir, wie ich best. Ich denke, ich sollte dir mal zeigen, wie man die Waffe anders hält. Du musst nicht viel ändern. Lass den Griff nur ein bisschen lockerer. Wenn du jetzt schwingst, wirst du merken, dass du viel weniger Kraft brauchst. Die Waffe arbeitet für dich.
So kannst du längere Schlagkombinationen durchführen. Ach, geil, danke. So, die Frage, warte. Nichts-Axtkampf, du kannst Waffe aus der Kategorie Axt einhändig führen. Oh, geil. Beziehungsweise kann ich das jetzt schon? Ja! Nee. Nee, kann ich nicht. Ach, geil. Das heißt, ach geil. Nächstes Level. Und dann kann ich die einhändig führen. Dann kann ich Schilde tragen und schlag auch schneller zu. Ich möchte mal gucken. 600 Gold und 10 Lernpunkte. Das sind zwei Level nochmal. Und 600 Gold. Das ist eine Menge. Gut, ich glaube aber... Doch, es gibt noch einen Arbeiter. Es gibt noch einen Arbeiter, und zwar den da. Den hätte ich beinahe vergessen. Diese Weichflöte, die Angst hat. Du brauchst nicht mehr hier im Sumpf herumwühlen. Was denn? Krieg ich endlich einen neuen Auftrag? Ja. Ja, die Artefaktkisten am südöstlichen Tempel. Sehr gut. Das wurde aber auch Zeit. Ich bin schon weg. Gibt es noch irgendwo einen? Okay. Finde ich schön, dass Sam anstatt jagen zu gehen, einfach hier mit Louis einfach chillt. Finde ich okay. Hat er sich mal verdient. Gut. Ist ja noch irgendwo ein Handlanger. Voll nett gesagt. Ja. Ihr wisst schon. Oh, ich freue mich schon. Nächste Stufe Axtkampf und wir können die einhändig führen. Oh, ist das geil. Ist das geil. Du sowieso nicht. Was ist mit dir? Du bist sowieso da. Das heißt, mehr wüsste ich jetzt auch nicht, wenn ich dazu verdonnern sollte. Das heißt, ich quatsche mal mit Fincher. Mit Fincher, dem Pincher. Was ist mit dir? Was gibt's? Ja, der hat keinen Namen, der ist unwichtig. Der darf solch wichtige Kisten nicht schleppen. Du hast doch bestimmt noch was vor. Ein bisschen. Okay. Fincher, da ist Fincher. Die Sache mit den Artefaktkisten am südöstlichen Tempel hat sich erledigt. Gut, dann verfolge jetzt weiter deine Aufgaben. Ich überlege mir in der Zwischenzeit, was als nächstes zu tun ist. Okay. Ich möchte nochmal ganz kurz, Warum störst du mich? Um dann hoch. Wie läuft die Suche nach neuen Ausgrabungsstätten? Wenn wir unseren Goldhaufen vermehren wollen, werden wir unsere Suche ausweiten müssen. Es gibt einige vielversprechende Gebiete auf dieser Insel, die noch gänzlich unerschlossen sind. Doch solange uns die Weißen bedrohen, wage ich es nicht, meinen Blick von ihnen abzuwenden. Wo genau sind diese vielversprechenden Gebiete, von denen du sprichst? Es gibt eine Höhle im Osten der Insel. Ich war selbst noch nicht da, aber einer meiner Jungs vermutet, dass dort ein großer, verschlossener Tempeleingang verborgen ist. Jemand müsste sich die Höhle mal genauer ansehen. Ich werde mir den verschlossenen Osttempel ansehen. In Ordnung. Hier, ich zeig dir auf der Karte, wo der Tempeleingang sein soll. Wenn du ihn gefunden hast, erstatte mir sofort Bericht, klar? Am besten hältst du dabei auch gleich Ausschau nach guten Schatzsuchern. Die Hafenstadt ist der einzige Ort, wo wir noch Schatzsucher finden können, die nicht schon von den Weißen rekrutiert wurden. Wenn wir den Osttempel plündern wollen, brauchen wir ein paar Experten. Ich brauche eine anständige Karte der Insel. Wenn's mehr nicht ist, hier hast du eine. Oh, danke. Alles, was du brauchst, sollte auf ihr zu sehen sein. Sehr gut, danke. Ich besorge dir auch ein paar Schatzsucher aus der Hafenstadt. Sehr gut, aber beeil dich. Die Weißen werden die meisten Schatzsucher schon rekrutiert haben. Ohne Hilfe wird es schwer, den großen Osttempel zu plündern. Okay, ich gucke mal auf die Karte. Ach Gott, ich dachte... Ja, ich habe doch gesagt, die Karte ist ein bisschen größer als nur dieses bisschen, was wir gesehen haben. Die ist tatsächlich noch ein bisschen größer, als ich in Erinnerung hatte. Ein bisschen größer. Ja, es ist zwar schön, dass der Osttempel... Was ist denn... Ja.
Danke. Der Osttempel. Der ist halt irgendwo hier. Das ist irgendwo. Ist er das? Ist er das? Ist er das? Ich habe keine Ahnung. Region. Achso, das ist die Region. Was jetzt? Das ist doch voll gemein. Ich markiere dir das auf der Karte, dann weißt du, wo das sein wird. Aha, toll. Danke. Danke für nichts. Gut, dann werde ich da halt irgendwann mal hingehen müssen. Muss mal gucken. Ich glaube, ich verkaufe dir hier mal. Zeig mal deine Ware, ein paar Sachen. Damit ich ein bisschen Kohle habe. Und das Schöne ist, ich sehe, wir haben bei den Typen auch ein Schild bekommen. Den behalte ich auch. Weil bald, irgendwann ist es ja soweit. Und dass wir Dinge machen können. Weißt du was, ich mache das einfach mal so. Hab dann jetzt wieder ein bisschen Kohle. Und gehe halt nicht komplett leer an die ganze Sache ran. So, da. Gut, dann wird's Zeit. Was haben wir für Quests? Berichte Finch und seltsame Tempel im Osten. Ja, das ist schön, dass er das halt auch nicht markiert. Das ist Questkarte. Ach nee, Questkarte. Cool, danke. Alter, bis wir da hinkommen, weißt du. Ich gehe erstmal in die Hauptstadt, in die Hafenstadt. Und dann muss ich mal gucken. Tempel im Osten. Schatzsucher gesucht, Lagebericht für Don. Gut, das heißt, unsere Aufgabe ist jetzt in die Hafenstadt zu gehen. Brauchen wir noch eine Rüstung? Ich finde es doof, dass wir immer noch schiffbrüchiger sind. Ich dachte, der hätte uns mittlerweile eigentlich aufgenommen, aber scheinbar ist das ja nicht so. Gut. Autsch. Also, ja, ich wollte eigentlich nicht zu weit gehen, aber wisst ihr was, die ein bisschen loot ich doch. Komm. Habe ich schon gelootet. Es ging um ein anderes Ding. Ich verstehe. Aber Eisenerz. Naja gut, ich kloppe hier mal Eisenerz. Ich hoffe, das geht. Mehr ist nicht zu holen. Und Eisenerzbrocken. Ich mal kurz gucken, wie viel sind die denn wert? 5. Ja. Also leider nicht ganz so viel. Wenn es halt wenigstens 5 wären, weißt du? Dann wären das schon 50. Aber war das jetzt hier? Weißt du, ich mache halt einfach weiter. Wollte eigentlich am Eingang der Höhle aufhören und sagen, ja, ne, nächste Folge und so, aber ich krieg den Mund halt eigentlich nicht zu. Vor allem, ich krieg den Mund einfach nicht zu. Das ist ein Sprichwort, das ich mir gerade ausgedacht habe. Wie heißt denn das? Ich krieg nicht voll genug, ich habe keine Ahnung. Ich bin ein Nimmersatt. Das ist das Problem. Deswegen gehört das ganze Loot auch mir. alles meins. So, jetzt haben wir so viel hier schon gesammelt. Das ist, muss mal gucken. Was haben wir denn da? 10 davon, 15 davon. Kleinen Bernstein bekommen. Das, hier gibt's nichts zu holen. Das hatten wir, das Ding hatten wir auch. Guck mal, das Ding nehme ich jetzt auch nochmal mit. Am Anfang, der Weg vom Strand, da war ja auch nochmal eine Eisenerz, aber nette Ausbeute. Das ist ja, glaube ich, erstmal relativ unwichtig. Aber das Ding nehme ich noch mit. Dip. Ich meine, das kann man später auch alles schön zu Gold machen. Oh, ein kleines Markt. Cool. Ja. Gut, aber jetzt wirklich. Ich speichere hier. Sag vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und dann gehen wir mal, ich kann nicht rein, so schade. Zur Hafenstadt, die irgendwo da. Ich weiß nicht, wo die Hafenstadt ist. Naja, gut. Egal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit V. Oder so.